Fragestunde. Der Herr Bundesminister für Äußeres, ich darf ihn recht herzlich willkommen heißen, wird befragt. Und die erste Frage stellt der Abgeordnete Lobatka. Sie kennen den Usus, dass wir gleich immer wieder die Pulte bespielen. Und ich darf ein bisschen um Aufmerksamkeit bitten, weil sonst der Lärmpegel so gut. Herr Abgeordneter. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen. Terrorismus macht in der Pandemie keine Pause. Die Sahelzone ist hier einer der Brennpunkte. Herr Bundesminister, Sie haben im Außenpolitischen Ausschuss auf die steigende Gefahr des islamistischen Terrors in Afrika hingewiesen, neben Staaten in der Sahelzone wie Mali, Niger oder Burkina Faso ist hier auch der Norden von Mosambik besonders betroffen. Schwache staatliche Strukturen haben unter der Covid-Krise besonders gelitten. Andererseits konnten Terrormilizen hier ungestört ihr Vernichtungswerk fortsetzen. Daher meine konkrete Frage: Was überlegt Österreich, beziehungsweise was kann Österreich tun, um gemeinsam mit Partnern gegen die steigende Bedrohung des islamistischen Terrorismus in der Sahelzone und in Mosambik hier anzukämpfen? Danke sehr, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist tatsächlich ein Problem. Allein der Terrorangriff vom 2. November letzten Jahres, der schreckliche Terrorangriff in Wien, hat ja gezeigt, wir sind keine Insel der Seligen hier in Österreich und es bedarf Maßnahmen auf europäischer, internationaler, österreichischer Ebene. Und ja, wir müssen feststellen, dass sich die Terrorgruppen eigentlich vom Nahen Osten zunehmend nach Afrika verlegen. Sie haben es ja richtig genannt. Wir haben ein Ballungszentrum, wenn man so will, im Westen, in der Sahelzone, Niger, Burkina Faso, Nigeria und im Osten in Mosambik und Somalia. Und das hat direkte Sicherheitsimplikationen, weil es geht zum einen auch um Transitrouten, wenn man so will, um die Menschenschmuggelrouten im Westen Afrikas und um die Drogenrouten via Asien im Osten Afrikas. Was braucht es hier in einem gesamtheitlichen Ansatz? Also ein Mittel alleine wird nicht reichen. Es muss die Sicherheitspolitik Hand in Hand gehen mit dem Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen, Justiz, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Und das war im Grunde genommen auch meine Kernbotschaft beim Ministertreffen der internationalen Sahel-Koalition. Österreich ist der Mitglied. Die Konferenz hat am 19. März stattgefunden. Und da haben wir uns geeinigt auf eine Roadmap, eine Art Zeitplan für verstärktes ziviles Engagement. Denn im Grunde genommen, was machen diese islamistischen Gruppen? Sie setzen sich dort fest, wo muslimische Minderheiten sind und schwache staatliche Strukturen. Das heißt, einer der Ansätze muss sein, die staatlichen Strukturen vor Ort zu stärken. Ja, eine Zusatzfrage. Sie haben jetzt da angesprochen, der Wunsch, staatliche Strukturen zu stärken, Hilfe vor Ort zu leisten, sicherlich der richtige Ansatz. Ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist ja Äthiopien. Hier auch neben den genannten Gebieten der Sahelzone eine ganz fragile Situation im Tigray. Meine konkrete Frage: Sie waren ja selbst im Jänner in Äthiopien. Wie ist jetzt die Lage? Gibt es Hoffnung, hier zu Frieden zu kommen im Norden von Äthiopien? Die Lage in Äthiopien, und Sie haben ganz recht, Herr Abgeordneter, wir waren im Januar dort und haben selber vor Ort ein Bild gemacht. Die Lage ist besonders brenzlig, angespannt und volatil. Es gibt überhaupt keinen Grund eigentlich zu Optimismus. Man könnte sogar sagen, dass Äthiopien droht, das nächste Syrien im Osten Afrikas zu werden. Es gibt gewisse Kernforderungen der internationalen Gemeinschaft, nämlich ungehinderter humanitärer Zugang zur Provinz Tigray, wo die kämpferischen Auseinandersetzungen waren, Einstellung aller Kampfhandlungen, unabhängige Untersuchungen, ein Dialog unter Vermittlung der Afrikanischen Union. Keiner dieser Bedingungen wurde bisher erfüllt. Interessanterweise scheint der Premier Abiy jetzt ein bisschen die Flucht nach vorne anzutreten. Er hat jetzt zugegeben, dass eritreische Truppen in der Provinz Tigray präsent sind, hat jetzt heute früh gesagt, dass sie auch das Land verlassen sollen und schiebt ihnen die Schuld in die Schuhe für mögliche humanitäre, also Menschenrechtsverbrechen in der Region Tigray. Es gibt also eine gewisse Bewegung, aber ganz offen, wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen, und Äthiopien hat das Potenzial, wirklich ein Pulverfass im Osten Afrikas zu sein.
Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Leichtfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Ich hätte eine Frage an Sie betreffend des Projektes Nord Stream 2, an dem ja auch die OMV beteiligt ist und wo wir schon, jetzt denke ich, als Republik ein gewisses Interesse haben, das erfolgreich zu Ende bringen. Und wir würden da die Aktivitäten der österreichischen Bundesregierung dahingehend brennend interessieren. Und Sie haben ganz recht, das Projekt ist, glaube ich, ein sehr wesentlich aus zur Diversifizierung unserer Versorgungswege und für unsere Versorgungssicherheit im Energiebereich in Europa. Es steht ja auch kurz vor dem Abschluss. Und wir sind mit allen Stakeholdern im Kontakt, aber mir ist auch wichtig, immer wieder, weil das in der öffentlichen Debatte manchmal vermischt wird, wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vermischen, das ist in Wirklichkeit ein privatwirtschaftliches Projekt, das von Unternehmen getragen wird und das wir als solches unterstützen, so wie wir auch andere Unternehmensprojekte unterstützen. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir auch kleine Unterscheidungen machen. Wir haben eine klare Kante gegenüber Russland, zum Beispiel Thema Alexei Nawalny, aber dessen ungeachtet gibt es andere Bereiche, wo wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten gut mit ihnen zusammenarbeiten, insbesondere zum Beispiel der Energiesektor. Beides geht sich aus, Dialog, Zusammenarbeit, wo möglich, Kante, wo notwendig. Nachfrage? Bitte sehr. Die Birnen weglassen und bei den Äpfeln bleiben, nämlich bei der Politik und der politischen Verantwortung. Und nicht bei den privatwirtschaftlichen Vorgängen. Und meine Frage geht in folgende Richtung. Die Vereinigten Staaten sehen ja dieses Projekt relativ, sagen wir, skeptisch. Und es sind auch gewisse Sanktionen im Raum, beziehungsweise geplant, beziehungsweise könnten eintreten. Und meine Frage wäre, wie die österreichische Bundesregierung hier versucht, auf die Vereinigten Staaten, ich weiß, ist das nicht so einfach, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten einzuwirken, dass hier die Ruhe wieder einkehrt und die Birnen ihre Geschäfte weitertreiben können, ohne staatlichen Interventionismus. Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Das war auch Thema zum Beispiel im Besuch des US-amerikanischen Außenministers letzten August hier in Wien, damals noch Mike Pompeo. Das ist eine offene Frage zwischen Europa oder den betroffenen europäischen Staaten und den Vereinigten Staaten. Wir haben eine ganz klare Linie. Die extraterritoriale Wirkung von US-Sanktionen lehnen wir ab. Und das lehnen wir als Europäische Union ganz klar ab. Das ist seit Helms-Burton, seit den Kuba-Sanktionen eine ganz klare Linie der Europäischen Union. Und unser Ansatz ist, unter Partnern muss man den Dialog suchen. Also wir würden, und das ist unsere Erwartung, das sind eigentlich auch die Signale, die wir aus Washington kriegen. Auch wir suchen natürlich das Gespräch dazu. Und ich glaube, wenn es hier Fragen gibt, und es gibt da verschiedenste Ansätze, sei es weitere vertragliche Absicherungen für die Ukraine, die USA hat einen Abstellmechanismus in den Raum gestellt. Also es gibt Methoden und Möglichkeiten, wie man hier vielleicht gewisse politische Bedenken, die durchaus da sind, ausräumen kann, ohne das Projekt selber in Frage zu stellen. Der springende Punkt ist Dialog und nicht extraterritoriale Sanktionen. Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Racker. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Außenminister, nachdem wir wissen, dass auf der anderen Seite täglich ca. 600 bis 700 Gasschiffe aus Amerika kommen, die ebenfalls die Versorgung sicherstellen von Europa, und sollte die Sanktionsmechanismen weiter aufrechterhalten werden von Amerika, welche Maßnahmen planen Sie auf europäischer Ebene und auch auf internationaler Ebene, auch im Sinne der internationalen völkerrechtlichen Auseinandersetzung, eine reziproke Maßnahme zu setzen, die mit Sanktionsmechanismen verbunden ist für diese amerikanischen Schiffe? Also wir sind, Herr Abgeordneter, jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen hier reziproke Maßnahmen setzen, also Sanktionen mit Gegensanktionen beantworten, sondern unser Ansatz ist, wir haben eine neue US-Administration, die die Hand ausstreckt, die den Dialog sucht, das auch öffentlich klar macht und einen ganz neuen Ton an den Tag legt. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und da nehmen Sie auch beim Wort. Wir wollen hier den Dialog suchen. Und wir glauben, dass es ein Projekt ist, das wesentlich ist für die Versorgungssicherheit Europas. Es ändert ja auch nicht sozusagen die Gesamtfördermenge. Wir sind einfach noch energiepolitisch auf unsere russischen Partner angewiesen in weiten Bereichen Europas. Und das ist einfach ein Faktum. Und da werden wir den Dialog suchen. Und ich würde jetzt nicht gleich in die Sanktionslogik reingehen. Und unser Ansinnen ist eben, auch die amerikanischen Freunde davon abzubringen. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Kassecker. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Ja, meine Frage bezieht sich auf den EU-Migrationspakt.
der ja ab 23. September 2020 liegt der Vorschlag der Kommission vor. Und es ist durchaus glaubwürdig, auch wenn Schäuble sagt, im Windschatten der Corona-Pandemie können wir das eine oder andere durchsetzen. Die Vergemeinschaftung der Schulden mit den 750 Milliarden ist ja schon gelungen. Und jetzt droht ein, und darum geht es unseres Erachtens, ein Kompetenzverlust in Richtung der EU. Die EU versucht mit diesem Pakt Kompetenz an sich zu ziehen, nachdem sie 2015 schon glänzend bewiesen hat, dass sie in dem Bereich total versagt. Also uns Freiheitlichen sind nationale Lösungen lieber, vielleicht nicht jene, die wir in Österreich haben, sondern solche, die die Ungarn zum Beispiel vormachen. Meine grundsätzliche Frage einmal zu Beginn, wie stehen Sie und die ÖVP zu diesem vorliegenden Migrationspakt? Ganz offen, ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass Kompetenzen uns abgenommen werden. Wir haben ja genau gesehen 2015/16, dass letzten Endes wir eine gesamteuropäische Lösung brauchen. Und die Diskussion geht da schon lange dahin. Es hat aber auch Fortschritte gegeben. Ich glaube, der Vorschlag, den die Kommission letztes Jahr vorgelegt hat, Asyl- und Migrationspakt, geht in die richtige Richtung und spiegelt vieles wider, was wir auch als EU-Vorsitzland 2018 in die Debatte eingebracht haben. Der wesentliche Punkt ist, wir können nicht einzelne Elemente rausnehmen. Ich habe immer das Bild, die Migrationspolitik ist ein dreistöckiges Haus. Der erste Stock ist die Zusammenarbeit mit Ländern von Herkunftsländern und Transitländern. Der zweite Stock ist ein effizienter und funktionierender Außengrenzschutz. Und erst das dritte Stockwerk ist dann die interne Frage, also Solidarität versus Verteilung. Und man kann nicht das dritte Stockwerk beginnen zu bauen, bevor man nicht das erste und zweite hat. Und was ich sehr gut finde, dass die Kommission das so vorlegt. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, und wir werden das jetzt sehen, und die Experten warnen ja auch, dass mit Ende von Covid-19 vermutlich die Migrationsströme wieder anziehen werden. Und wir brauchen in Wirklichkeit eine gesamteuropäische Lösung. Und Österreich, da können Sie sich sicher sein, wird hier mit sehr großer Kraft seine nationalen Interessen einbringen, aber mit dem Gedanken, es muss am Schluss ein gesamteuropäisches, dreistöckiges Haus dastehen. Nachfrage? Gleich, Sie haben völlig recht, der erste Stock und der zweite Stock funktioniert überhaupt nicht, ist nicht vorhanden. Ganz konkret, Sie haben gesagt, man muss das ganzheitlich betrachten. Ich weiß, dass Sie kritisch beim Solidaritätsmechanismus sind, aber glauben Sie wirklich, das Problem lösen zu können, wenn wir jetzt noch weiter den Familienbegriff ausweiten, so wie es in dem Vorschlag der Fall ist? Glauben Sie wirklich, dass wir in der Lage sind, das Problem damit zu lösen, wenn wir die Seenotrettung, das Wichtigste, da überhaupt nicht reinschreiben, nämlich wo werden die Geretteten wieder an Land gesetzt, natürlich in Afrika und nicht in Italien. Und glauben Sie wirklich, dass die Rückkehrabkommen, die ja jetzt schon nicht funktionieren, Sie selbst haben im Ausschuss gesagt, 7 von 10 Abgelehnten verlassen nicht das Land. Also das ist ein Thema, das überhaupt nicht geklärt ist. Und Rücknahmeabkommen haben wir auch keine, auch aus dem einfachen Grund, weil wir gar nicht wissen in vielen Fällen, woher der Migrant kommt. Also glauben Sie wirklich, dass diese Vorschläge uns jetzt vorwärts bringen? Ich bin ganz bei Ihnen. Wir sollten hier nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Als Außenminister würde ich sagen, das Wesentliche und das A und O dieser ganzen Politik ist die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine gemeinsame Sitzung der EU-Innenminister und der EU-Außenminister gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen diese maßgeschneiderten Migrationspartnerschaften. Ich glaube, die Stichworte für uns dabei sind Konditionalität und Kohärenz. Wir haben noch eine Schwierigkeit, wir sind Entwicklungsgeber Nummer 1 weltweit als Europäische Union, wir sind eine Handelsmacht, wir sind eine Finanzmacht, wir haben auch den Visa-Hebel. Wir sind aber noch nicht kohärent genug, es ist viel besser geworden in den letzten Jahren, aber noch nicht kohärent genug, da können wir noch besser werden, um das zusammenzuführen und zu sagen, zum Beispiel gerade beim Cotonou-Abkommen, das demnächst auf den Tisch gelegt werden wird mit Afrika und der Karibik, dass wir hier sagen, wenn ihr wollt, dass wir mit euch zusammenarbeiten, dann gibt es aber auch gewisse Bedingungen, Konditionen, und das betrifft Standards, aber es betrifft auch Rückübernahme. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und in der Debatte ist ja genau die Schwierigkeit, man greift immer ein Punkt heraus, so wie wir das erwähnt haben, und vergisst, dass es in Wirklichkeit am Schluss ein ausgewogenes Gesamtpaket geben muss. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Cicic. Ernst Cicic. Herr Präsident, Herr Bundesminister, die
aktuellen Entwicklungen in der Türkei sind mehr als besorgniserregend. Wir haben das diese Woche bereits im EU-Hauptausschuss mit dem Kanzler diskutiert und auch mit Ihnen immer wieder. Von Zerschlagung der zweitgrößten Oppositionspartei HDP bis Unterdrückung jeglicher demokratischen Proteste bis hin natürlich auch zu Repression gegenüber Kritikern und Kritikerinnen. Die Istanbul-Konvention war auch gestern schon Thema hier im Plenum. Da gab es einen entsprechenden Antrag dazu. Wir wissen, es wäre naiv zu glauben, dass der Präsident Erdogan jetzt aufgrund von einem Antrag im österreichischen Parlament dieses Dekret zurücknimmt. Nichtsdestotrotz meine Frage, welche Hebel sehen Sie, um Frauen, Menschen, Minderheitenrechte in der Türkei gerade jetzt nach dem Austritt aus der Istanbul-Konvention zu wahren, zu schützen, zu unterstützen? Nein, ich glaube, Sie haben vielleicht recht, aber deswegen sollte man nicht davon absehen, trotzdem öffentliche Erklärungen zu machen. Naming and Shaming ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Was da in der Türkei geschehen ist, einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der sich für Frauenrechte einsetzt. Das ist ein Versuch, zynisch sozusagen mit vorgestrigen Emotionen Politik zu machen, die Uhr zurückzudrehen ins 19. Jahrhundert, was Frauenrechte betrifft. Und das ist ja genau das, was wir beobachten. Es gab in letzter Zeit jetzt einige positive Elemente oder Signale zur Türkei, zum Beispiel betreffend das östliche Mittelmeer. Aber gleichzeitig kommt jetzt eben der Ankündigungsverbot der größten Oppositionspartei und den Austritt aus der Istanbul-Konvention. Das ist etwas, was wir nicht als solches einfach hinnehmen können und zur Tagesordnung zurückkehren müssen. Da kann ich Ihnen versichern, wir sind sowohl vor Ort sehr eng vernetzt mit der EU-Delegation und anderen Botschaften, dass wir hier auch Aktivitäten setzen, zum Beispiel Demarschen und natürlich auch auf europäischer Ebene, wobei ich aber dazu fügen muss, wir haben ein gewisses Handicap, weil nicht alle EU-Mitgliedstaaten diese Konvention ratifiziert haben und vor allem in einem Mitgliedstaat sogar eine Diskussion gibt, ob man nicht einen ähnlichen Schritt setzen sollte. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass auch das österreichische Parlament hier eine Position bezieht, weil wir müssen jetzt aufpassen, dass diese türkische Maßnahme nicht eine Lawine lostritt und wir plötzlich andere Staaten haben, die auch noch austreten. Zusatzfrage? Sie haben vollkommen recht, es darf natürlich jetzt nicht zu einer Kettenreaktion kommen. Einige Staaten haben das gar nicht erst ratifiziert. Was natürlich hier auffällt, ist, dass im Dekret die Argumentation für den Austritt eine ist, die schwer nachvollziehbar ist, nämlich, dass die Istanbul-Konvention von LGBT-Gruppierungen unterwandert wäre. Und da merkt man natürlich ein gewisses Gedankengut dahinter und deswegen auch meine Zusatzfrage, wie, nicht nur welche Hebel haben wir, sondern wie können Sie als Außenminister auch hier entsprechend Gespräche führen, um vor allem auch Minderheitenrechte, also die Rechte von LGBT-Personen, die es in der Türkei wirklich besonders schwer haben, hier zumindest zu unterstützen? Ja, nein, Sie haben vollkommen recht und es ist ja eigentlich bemerkenswert oder ein sehr sichtbares Beispiel, was für eine negative Entwicklung die Türkei nicht durchlaufen ist. Das war die Istanbul-Konvention, die wurde noch von Davutoglu sozusagen voller Stolz unterzeichnet und jetzt, wenige Jahre später, tritt genau dieses Land wieder aus. Und ja, auch gerade die Rechte der LGBTIQ, das ist ein Thema, das wir auf allen Ebenen ansprechen. Wir haben auch im Menschenrechtsrat die erste gemeinsame Erklärung überhaupt zu diesem Thema erwirkt. Und da gibt es sozusagen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie zum Beispiel Prozessbeobachtung, dass wir uns zusammentun mit den EU-Botschaften vor Ort und sichtbar machen, wir schauen nicht weg, das ist ein Thema, das ist auch Thema, das Teil der Zusammenarbeit mit der EU ist. Denken wir nur Stichwort Kopenhagener Kriterien. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, das gehört dazu. Und ich glaube, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, die Türkei ist das Land mit der höchsten Mordrate an Transgender-Personen weltweit. Also das ist ein Problem, das nicht nur jetzt ein Wertethematik ist zwischen der EU und der Türkei, sondern ein wirkliches Thema der Lebenssicherheit von Menschen, die dort leben. Und ich glaube, was ich am Anfang gesagt habe, Naming, Shaming, nicht wegschauen, thematisieren, öffentlich machen, sind ganz wesentliche Mittel in diesem Zusammenhang. Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Bayer. Ja, guten Morgen, Herr Minister. Sie haben es schon angesprochen, auch der Austritt aus der Istanbul-Konvention am Sonntag in der Früh war ja quasi nur das Ende einer demokratiepolitisch ausgesprochen bedenklichen Woche in der Türkei. Ein paar Tage vorher hat ein türkisches Gericht befunden, dass die HDP verboten werden soll, die drittgrößte Partei des Landes. Wir wissen einerseits über die Verfasstheit türkischer Gerichte, aber das hieße quasi ein Politikverbot für 700 gewählte Mandatarinnen und Mandatare.
Und by the way, auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im speziellen Fall gegenüber einem HTP-Politiker wird damit komplett missachtet. Was sind konkrete Schritte, die Sie setzen werden? Haben Sie schon verurteilt die Herangehensweise des Gerichts an das HTP-Verbot? Und wenn nicht, was werden Sie tun, bilateral, aber auch gemeinsam im Konzert mit der EU? Wir haben das klar verurteilt, und zwar nicht nur aus Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene. Es gibt auch eine klare, sehr scharf formulierte Erklärung des Hohen Vertreters. Und am Montag war das auch Thema bei unserer Sitzung der EU-Außenminister in Brüssel. Das ist ja genau das Problem bei der Türkei. Es ist immer sozusagen eine Stop-and-Go-Politik. Da gibt es einmal positive Signale in einem Thema und gleichzeitig die kalte Dusche in anderen. Und wir alle wissen, Parteien sind das Grundfundament jeder Demokratie. Also was hier geschieht im Grunde genommen, dass die größte Oppositionspartei noch dazu sozusagen die kurdische Partei, da haben wir noch einen Rattenschwanz an weiteren Themen in Anatolien, im Umgang mit den Kurden in der Türkei, dass dieser Schritt gesetzt wird, ist ein wahnsinniges Warnsignal aus unserer Warte. Und ich glaube, wir haben ja in der Türkei, sozusagen jetzt gerade war auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, die Diskussion dazu. Wir versuchen natürlich in gewissen Themen eine Zusammenarbeit, aber ich glaube, in solchen Fragen müssen wir ganz klare Kante zeigen. Und Sie kennen ja die Position Österreichs zum Beispiel zum Thema EU-Annäherung. Wir haben die Kopenhagener Kriterien. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Türkei seit Jahren die Kopenhagener Kriterien nicht mehr erfüllt und daher diese Attrappe längst entsorgt werden sollte. Die nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Minich. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, die Beziehungen der EU zur Türkei waren über Jahrzehnte durch eine produktive Partnerschaft geprägt. In den letzten Jahren sind die Beziehungen jedoch abgekühlt und Anlass zur Sorge geben die Lage der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in der Türkei, da Medien geschlossen und Journalisten inhaftiert wurden, sowie die türkische Militärintervention, wie zum Beispiel in Syrien, und der Umgang der Türkei mit dem Thema Migration. Auch das rechtswidrige Vorgehen der Türkei in Zypern und das Eindringen in griechisches Hoheitsgebiet. Daher frage ich, wie beurteilen Sie die aktuellen und künftigen Beziehungen der EU zur Türkei? Das ist ein Thema, Herr Abgeordneter, das mich jetzt schon seit vielen Jahren begleitet. Es ist sicher die größte Herausforderung, das problematischste Nachbarschaftsverhältnis, das wir haben. Die Türkei ist ein regionaler Machtfaktor, ist ein Nachbar von uns. Aber die Beziehungen sind daher auch nicht eindimensional. Es gibt Bereiche, wo wir sicher auch Interesse hätten an Zusammenarbeit. Denken wir an Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Da könnte man auch im universitären Bereich, da könnte man sich auch eine positive Agenda durchaus überlegen. Aber gleichzeitig sehen wir immer wieder wiederholt sozusagen Entwicklungen, die wirklich ein Schlag ins Gesicht sind der europäischen Wertegemeinschaft. HDP-Verbot wurde erwähnt. Sie haben auch das sozusagen zynische Vorgehen, wo die Schwächsten der Schwachen, nämlich die Migranten, verwendet wurden als politisches Druckmittel. Ausstieg aus der Istanbul-Konvention. Also ich glaube, es ist sicher keine Beziehung, wo Naivität oder Blauäugigkeit am Platz ist. Wir müssen hier sehr realistisch und nüchtern vorgehen. Ja, es braucht eine Art der Zusammenarbeit mit Ihnen, aber sicher nicht aus unserer Warte ein Vollbeitritt zur Europäischen Union. Und ich glaube, wir haben auch noch Sanktionen im Raum stehen, das halte ich auch für richtig. Und die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, dass man sozusagen Ihnen Sticks and Carrots, würde man auf Englisch sagen, sozusagen in Raum stellt, aber gleichzeitig gesagt, wir warten jetzt einmal ab, die nächsten Monate, was sich hier wirklich tut, weil das Bild, das wir jetzt haben, ist einerseits besonders negative Signale, gleichzeitig Bereitschaft zur Zusammenarbeit, etwa bei Zypern und östlichen Mittelmeer. Und es gibt ja auch die bilateralen ersten Gespräche zwischen Griechenland und Türkei, was sehr positiv ist. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Brandstätter. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, es sind diese hässlichen Bilder, wo manche gehofft haben, dass wir uns daran gewöhnen würden, aber wir wollen uns nicht daran gewöhnen, und gerade in den letzten Tagen sind wieder besonders hässliche Bilder mitten aus Europa gekommen, weil wir sind uns einig, dass Griechenland nicht nur mitten in Europa lebt, sondern auch besonders auch für die europäische Geistesgeschichte sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite hat man versucht, schöne Bilder zu konstruieren, indem sich ein Innenminister vor einen LKW gestellt hat und gesagt, da werden jetzt Zelte gebaut.
Es hat aber nicht funktioniert und deswegen würde ich mich sehr freuen einmal darüber, wenn wir uns darauf einigen können, dass das nicht Hilfe vor Ort ist, weil das ist nicht vor Ort, das ist mitten in Europa. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, Sie selbst haben ja vor Weihnachten gemeinsam mit der SOS Kinderdorf angekündigt, jetzt würden dort Kinder betreut in Karatepe. Wir wissen inzwischen, dass es nicht funktioniert. Und wir wissen auch, Sie haben damals gesagt, das würde schneller gehen, als Menschen aufnehmen. Nein, einen Tag nachdem Sie angekündigt haben, eine mögliche Hilfe, wissen wir, dass 139 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Meine konkrete Frage, wie viele Hilfsprojekte vor Ort müssen noch scheitern, ehe Sie das Konzept verwerfen, dieses angebliche vor Ort verwerfen und doch Menschen, die dringend Hilfe brauchen, aufnehmen wollen? Also in einem Punkt, Herr Abgeordneter, gebe ich Ihnen recht. Wir wollen und dürfen uns nicht an diese Bilder gewöhnen. Wir wollen und nicht eine Situation und können die auch nicht tolerieren, wo solche Lager überhaupt entstehen. Das heißt, wir müssen dort ansetzen, dass solche Lager überhaupt nicht entstehen. Wo ich Ihnen aber absolut nicht zustimme, ist das immer wiederkehrende, das funktioniert nicht. Es funktioniert sehr wohl. Also zum Beispiel nur das Beispiel Zelte. Wo liegen die? Bei der UNHCR. Wer entscheidet den Einsatz? UNHCR. Und ganz offen, wenn jetzt schon sozusagen die UNO-Organisationen nicht gut genug sind und ihnen vorgeworfen wird, dass sie nicht funktionieren, finde ich etwas weit hergeholt. Zum SOS Kinderdorf ein paar Worte. Ich bin froh, dass dieses Projekt vorgeschlagen wurde. Das ist ein Projekt von SOS Kinderdorf. Die Bundesregierung hat gesagt, wir finanzieren das über 3 Jahre mit knapp 3 Millionen Euro. Wir unterstützen sie sozusagen über die Botschaft in Athen. Ich persönlich habe auch telefoniert bei den sozusagen administrativen Wegen. Die SOS Kinderdorf sucht zum Beispiel gerade eine feste Bleibe, sei es ein Gebäude, sei es ein Container, sei es im Lager oder außerhalb. Und die Arbeit wurde de facto aufgenommen. Die Arbeit wurde mit dem Jahresbeginn aufgenommen, noch nicht im Ausmaß, wie es am Ende im Endausbau geplant ist, aber die Arbeit hat begonnen. Dass jetzt Corona-bedingt sämtliche schulische Aktivitäten in Lesbos eingestellt sind und damit auch die Tagesbetreuungsstätte, das kann man nun wirklich niemandem zum Vorwurf machen. Auch wir sind mitten in der Pandemie. Zusatzfrage? Zusatzfrage? Corona hat schon zu Weihnachten gegeben, seither sind 3 Monate vergangen und SOS Kinderdorf hat auch jetzt gesagt, natürlich, sie sind bereit zu helfen. Es gibt hier Familien, die aufnehmen wollen und dort Familien, die herwollen. Warum ist das wirklich nicht möglich, nur aus Rücksicht auf ein paar FPÖ-Wähler? Darum geht es gar nicht, sondern wir haben eine klare Linie in der Bundesregierung, dass wir, und ich stimme auch überhaupt nicht ein mit der Formulierung, das ist nicht vor Ort, weil es ist Europa. In Europa ist auch vor Ort, Herr Abgeordneter, und wir helfen dort natürlich, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben massiv Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, wir haben viel Geld zur Verfügung gestellt. Die Europäische Union hat angekündigt, dass sie bis, glaube ich, Jahresende ein eigenes Lager dort aufbauen werden, dass sie selber mitbetreuen werden. Also es geschieht sehr vieles. Ich sehe ganz im Gegenteil, dass hier von anderen Seiten sozusagen die Emotionalität der Debatte es leider unmöglich macht, manchmal etwas in Ruhe und nüchtern anzuschauen. Und die Sachen funktionieren, auch wenn Sie sagen, sie funktionieren nicht. Und wir erreichen einfach mehr und schneller, indem wir vor Ort tätig sind. Aber ich gebe Ihnen ganz recht, am Ende des Tages muss unser Ziel sein, eine Politik zu verfolgen, die solche Lager weder in Europa oder schon gar nicht in Europa, aber in Wirklichkeit auch nicht international überhaupt entstehen lässt. Und das ist mein Ansatz. Nächste Frage stellt die Abgeordnete Holzleitner. Guten Morgen, Herr Minister. Anschließend an die Fragen vom Herrn Kollegen Brandstätter. Ich möchte Ihnen da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es funktioniert nicht vollumfänglich. Einige Staaten haben aufgenommen und vor allem, wenn ich mir anschaue, wie es um die Kinderrechte jener Kinder in den Lagern steht, Recht auf Gesundheit, Recht auf Schutz vor Krieg und auf der Flucht, Recht auf Bildung, all das funktioniert in den Lagern leider nicht. Wir kennen die Bilder von verletzten Kindern, von Kindern, die Traumata erleben. Was tun Sie, damit die Kinderrechte auch dort für die Kinder und Jugendlichen wirklich vollumfänglich zu tragen kommen? Weil das funktioniert aktuell leider wirklich nicht. Also einmal nur, um vorauszuschicken, wir sind, was unsere Politik betrifft, im absoluten europäischen Mainstream. Nur eine Minderheit von Mitgliedstaaten hat überhaupt gesagt, dass sie unbegleitete Minderjährige aufnehmen wollen und die Bandbreite reicht von 2 bis 150 und das haben nur 11 Mitgliedstaaten erklärt. Also hier immer wieder so zu tun, als hätte Österreich als einziger Staat diese Maßnahmen ergriffen und das wären wir besonders unsolidarisch, stimmt einfach nicht. Wir sind seit 2015 in allen Statistiken in den Top 3, sei es Pro-Kopf-Aufnahme, sei es Asylgewährung oder Schutzgewährung. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht irgendwo verstecken. Und ja, wir sind auch regelmäßig vor Ort in Lesbos
Vertreter der österreichischen Botschaft, Vertreter anderer EU-Botschaften. Das ist ein Thema, das ganz regelmäßig bei unseren Treffen mit dem Griechenland aufgebracht wird. Und natürlich ist unser Ansinnen, dass überall auf europäischem Boden die Rechte gelten müssen. Aber gleichzeitig haben wir, so wie die Mehrheit der EU-Staaten, hier eine klare Linie. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Machetti. Ich möchte zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar Myanmar. Da gibt es eine durchaus dramatische Dynamik in dem Land. Und Sie haben ja vorher auch von Naming und Shaming gesprochen. Ich glaube, das ist dort kein taugliches Tool, um ein Umdenken zu bewirken. Also jetzt einmal die grundsätzliche Frage, wie kann Österreich einen Beitrag dazu leisten, dass die Demokratie oder zumindest eine Form der Demokratie wieder zurückkehrt in Myanmar und sich die Situation dort beruhigt? Sehr geehrter Abgeordneter, ich glaube, was wir wesentlich machen müssen, ist hier international koordiniert vorzugehen. Und das betrifft natürlich in erster Linie mal für uns die Europäische Union. Und wir haben einen ganz klaren Forderungskatalog aufgestellt, Wiederherstellung der zivilen Regierung, bedingungslose Freilassung sämtlicher politischer Gefangener, natürlich auch Aung San Suu Kyi, Aufhebung des Ausnahmezustandes. Wir haben die Sanktionen, die Entwicklungshilfe für Myanmar auf Eis gelegt. Und wir haben gerade jetzt letzten Montag, Sanktionen gegen die Militärjunta verhängt. Ich glaube, das ist der wesentliche Anpunkt, der wesentliche Ansatzpunkt. Wir können nicht einfach zulassen, dass demokratische Wahlen, die noch dazu so deutlich ausgegangen sind, einfach weggewischt werden und verräumt werden. Und wir unterstützen auch eine Initiative der Europäischen Union und haben uns da aktiv eingebracht, im UNO-Menschenrechtsrat dieses Thema aufzubringen. Natürlich ist auch hier die UNO-Generalversammlung gefordert. Also wir werden hier auf allen Ebenen, von der UNO in New York bis Genf, bis Wien, bis Brüssel, Europäische Union, tätig werden. Es kann nicht sein, dass eine Militärjunta quasi eine Politik des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgt und die internationale Gemeinschaft zuschaut. Zusatzfrage? Auch die Gefangenen angesprochen. Es wurden jetzt ja 600 Gefangene entlassen. Also vielleicht noch ganz kurz, wie ist aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage vor Ort? Und also unabhängig von der Position Österreich, wie schätzen Sie die Entwicklung auch über die nächsten Monate ein? Also man muss ja leider Gottes feststellen, Herr Abgeordneter, dass die Gewaltbereitschaft der Militärjunta enorm hoch ist. Es sind da fast täglich Todesopfer zu bedauern. Bisher mindestens 275 Todesopfer bei den Zusammenstößen auf der Straßen. Und ich glaube, die Militärjunta hat auch unterschätzt, wie stark die Zivilgesellschaft und die Gesellschaft in Myanmar reagieren wird. Sie haben selber, glaube ich, gedacht, dass sie damit davonkommen. Das zeigt auch, dass in einem massiven Anstieg an Verhaftungen, 2800 Demonstranten wurden verhaftet. Jetzt in den letzten Tagen wurden 600 freigelassen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem noch nicht genug. Und hier werden wir auch weiterhin gemeinsam innerhalb der internationalen Organisationen mit den Vereinigten Staaten, mit den ASEAN-Partnerstaaten Druck auf Myanmar machen, damit es zu einem nachhaltigen Kurswechsel kommt. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Troch. Danke, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Stichwort das internationale Atomabkommen mit dem Iran in Wien abgeschlossen 2015. Welche Initiativen setzt Österreich? Können Sie sich vorstellen, dass man dieses für die Region bedeutende, aber auch für Wien als internationaler Ort der Begegnung bedeutende Abkommen wiederbelebt? Nein, Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Abkommen. Wir fühlen uns auch, für das wir uns moralisch irgendwo auch verpflichtet fühlen. Es wurde in Wien verhandelt. Wir haben da auch damals schon unseren Beitrag geleistet und tun dies weiterhin. Wir sind mit allen Partnern sehr eng in Kontakt, auch zum Beispiel mit Rob Malley, der Iran-Sonderbeauftragte der USA, mit dem Vizeminister des Irans, mit Russland, aber auch mit den E3. Wir haben momentan eine Pattsituation. USA und Iran warten ab. Jeder will, dass der andere den ersten Schritt tut. Und ich glaube, die Europäische Union, die E3 sind in Wirklichkeit, und ich erwähne hier ganz besonders auch den Europäischen Auswärtigen Dienst und Brüssel, eigentlich berufen, jetzt hier in den Ring zu steigen und beiden Partnern Vorschläge zu machen, dass sie schrittweise aufeinander zukommen. In diesem Sinne, auch habe ich in den letzten Wochen wiederholt, sowohl mit dem Hohen Vertreter Borrell als auch mit Partnern in anderen Staaten Kontakt gehabt. Und Österreich wird sich in diesem Sinne weiterhin einsetzen. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass dieses Abkommen erhalten wird, weil das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist ein Zusammenbruch des Abkommens, ein Rüstungswettlauf
am Golf, der unsere Sicherheitssituation in Europa massiv beeinträchtigen würde. Stichwort Rüstungswettlauf ist natürlich sehr naheliegend, allein wenn man sich anschaut, wie Saudi-Arabien aufrüstet. Nun, meine Zusatzfrage betrifft den Iran. Wie beurteilen Sie in aller Kürze jetzt natürlich die bilateralen Beziehungen Österreichs zum Iran? Also wir haben immer danach getrachtet, und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, gute, stabile, tragfähige, vertrauensvolle Dialogkanäle mit dem Iran zu haben. Das heißt nicht, dass wir natürlich in den Gesprächen, und ich habe mit Außenminister Zarif, bin ich vermutlich im Durchschnitt alle 5 Wochen am Telefon, dass wir da auch sehr deutlich werden. Wir haben zum Beispiel auch bilaterale Problemfälle. Denken wir nur an die österreichischen Doppelstaatsbürger, die dort in Haft sind, die wir regelmäßig ansprechen natürlich. Aber das geht eben auch nur, weil man offene, stabile Dialogkanäle hat. Und das Vertrauen des Irans, dass er uns auch Sachen sagen kann, die wir dann eventuell Partnern weitergeben, ist da. Und wir haben ja letztens in Wien auch eine Organisation, die wiederum in dieser ganzen sozusagen Iran-Thematik immens wichtig ist, die Internationale Atomenergiebehörde, mit der ich fast wöchentlich im Kontakt bin, mit Rafael Grosse, dem Leiter. Also ich würde sagen, die Beziehungen sind sozusagen aus über Jahrhunderte gewachsen, muss man eigentlich beim Iran sagen. Es gibt einen Dialogkanal, aber wir scheuen uns nicht, auch hin und wieder sehr deutlich die Punkte aufzubringen, wo er mit der iranischen Politik, sei es Exekutionen, sei es Atom-Urananreicherung, nicht einverstanden sind. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Gerstl. Zusatzfrage. Sehr geehrter Herr Bundesminister, möchte Ihnen zu Beginn ein ganz herzliches Danke sagen als Vorsitzender der österreichisch-iranischen Freundschaftsgesellschaft auf Parlamentsebene für Ihre Unterstützungen, die Sie hier für den Iran und auch für die Welt in dem Sinne eigentlich hier machen, wie Sie zuvor ausgeführt haben. Meine Frage geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sprechen ja nicht nur über Non-Proliferation, sondern überhaupt über Abrüstung. Und ein Engagement, das Österreich ganz besonders auszeichnet, ist das Verbot von Killerrobotern. Können Sie uns ein bisschen sagen, welche weiteren Schritte Sie im Bereich der Abrüstung als Österreich setzen und was Ihnen da besonders wichtig ist? Danke, Herr Abgeordneter. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz und humanitäres Völkerrecht, künstliche Intelligenz und Menschenrechte ist eines, wenn nicht das Zukunftsthema. Wir sehen es ja auch gerade wieder in anderen Staaten, auch während der Pandemie, dass man versucht, manchmal Technik einzusetzen, um Grund- und Menschenrechte in Wirklichkeit auszuhöhlen, zu unterminieren oder sogar einzuschränken. Ich glaube, das ist ein Zukunftsthema. Wir werden das auch im UNO-Menschenrechtsrat zum Thema machen. Und eine besondere Herausforderung im Zusammenhang sind die von Ihnen genannten Killerroboter, das heißt die autonomen Waffensysteme, wo in Wirklichkeit ein Algorithmus letzten Endes in Bruchteilen von Sekunden entscheidet über Leben oder Tod. Und das geht weder rechtlich noch moralisch noch ethisch für uns. Und da wollen wir dafür arbeiten, dass es eine internationale Verbotskonvention gibt, so wie wir es schon erreicht haben bei Streumunition, bei Antipersonenminen und letztlich auch bei den Atomwaffen. Und dass wir hier eine gemeinsame internationale Phalanx aufbauen, Experten, Zivilgesellschaft, NGOs, Regierungen. Und es wird Anfang in diesem Herbst schon eine Konferenz geben, hier in Wien bei der UNO, wo wir genau diese Koalition, wenn man so will, zusammenführen will und die ersten Schritte in Richtung Bewusstseinsbildung, in Richtung einer internationalen Bewegung setzen wollen, um hoffentlich ein Verbot solcher Killerroboter zu erreichen. Zusatzfrage durch den Abgeordneten Litscher. Ja, danke, Herr Minister. Über den Iran haben wir jetzt schon sehr viel gehört. Ich möchte nochmal trotzdem zurückkommen. Ich bin ja froh, dass wir dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind. Aus England haben wir gehört, dass Hinkley-Point C finanziert wird und auch die Anzahl der Atomwaffensprengköpfe jetzt wieder erhöht wird. Da sieht man, dass es sehr oft miteinander verquickt wird. Welche Bemühungen oder konkreten Maßnahmen setzt Österreich auf bi- und multilateraler Ebene, um die Abrüstung der Atomwaffen und gegen die Kernenergie sozusagen entschiedener aufzutreten? Danke sehr. Für mich ist eigentlich beides sozusagen die zwei Seiten von einer Münze. Österreich hat eine ganz klare Linie zur Kernenergie. Wir lehnen sie ab. Das ist nicht eine Quelle erneuerbarer Energie oder Nachhaltigkeit. Da haben wir eine ganz klare Politik und ich freue mich auch sehr einen starken Konsens über alle Parteien. Und in Wirklichkeit, der Einsatz gegen Kernwaffen ist dann sozusagen die andere Seite dieser Medaille. Und auch hier ist Österreich Speerspitze. Es ist ja Gott sei Dank, dass den Vertrag, den wir seit Jahren gepusht haben, gemeinsam mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, wie Sie genannt haben, den Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Die erste Vertragsparteienkonferenz wird Anfang nächstes Jahres
hier in Wien stattfinden. Also wir sind absolute Speerspitze. Und Sie haben es ja richtig genannt, so zu tun, als wäre diese Bedrohung eine abstrakte, eine nicht da seiende, ist völlig naiv. Die Experten in Wirklichkeit sagen, dass die Bedrohung heute sogar größer ist als in Zeiten des Kalten Krieges. Und als wir gerade die Diskussion hatten in Wien um die Präsentation beim Inkrafttreten des Vertrages, gab es eine Headline, die Titelseite vom Economist mit einem Atompilz und sagen, who will go next? Also das ist ein Thema, das massiv präsent ist, und ich glaube, die Maßnahmen in einigen Staaten, wie zum Beispiel UK, die Ankündigung aufzurüsten, andere Staaten buttern Milliarden in moderne Trägersysteme, die die Reaktionsgeschwindigkeit oder Reaktionszeit noch einmal verkürzen, damit die Risiken noch einmal erhöhen. Wir haben 60 Kilometer außerhalb Österreichs in Aviano Atomsprengköpfe. Also ich sage nur Fukushima, ich sage nur Tschernobyl, das wäre ein Vielfaches davon. Also wir tun gut daran, hier dran zu bleiben, Bewusstsein zu bilden und diesen Verbotsvertrag voranzubringen. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Steger, bitte. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, wir erleben zurzeit auf europäischer Unionsebene einen Tabubruch nach dem anderen. Die Corona-Krise wird von der Europäischen Union dafür missbraucht, um Stück für Stück noch mehr Kompetenzen an sich zu ziehen. Mit dem geplanten Wiederaufbaufonds sollen 750 Milliarden an Zuschüssen und Krediten an marode Staaten gezahlt werden, die vor allem deswegen so schlecht dastehen, weil sie vorher schon schlecht gewirtschaftet haben. Damit werden nicht nur alle EU-Verträge gebrochen, sondern die EU auch das erste Mal gestattet, Schulden aufzunehmen. Diese Schulden müssen natürlich jetzt finanziert werden, und zwar durch die Einführung europäischer Steuern. Und damit wären wir schon beim nächsten Tabubruch. Zuerst soll eine Digitalabgabe kommen, dann wahrscheinlich eine CO2-Steuer, und dann werden noch viele weitere Steuern folgen, bis wir endgültig unsere Steuerhoheit verloren haben und damit einen der größten Lenkungsmechanismen, den ein Staat hat. Und damit wäre das auch ein gewaltiger Einschnitt in unsere nationalstaatliche Souveränität. Die ÖVP hat sich in der Vergangenheit nicht nur einmal gegen die Einführung europäischer Steuern ausgesprochen. Daher meine Frage an Sie, Herr Minister, und vielleicht können Sie das auch für die Wähler zu Hause vor den Bildschirmen einmal klarstellen, sind Sie jetzt für die Einführung europäischer Steuern oder dagegen? Frau Abgeordnete, ich kann Sie beruhigen, die ÖVP-Linie hat sich überhaupt nicht geändert. Wir waren gegen EU-Steuer und sind es in Zukunft auch. Zu dem Recovery Fund, der Next Generation Wiederaufbaufonds post-Covid-19. Die Kapitalbeiträge müssen ja dann zurückgezahlt werden bis 2058. Das ist also nicht so, dass es ein schwarzes Loch ist. Und was Sie genannt haben, die Plastikabgabe, auch wenn sie sozusagen als Plastiksteuer in den Medien bezeichnet wird, ist keine Steuer, sie ist keine Abgabe, sie ist eine eigene Bemessungsgrundlage, die unseren Eigenmitteleinteil, das wir in Brüssel übertragen müssen, sogar verringert. Und wenn wir sehen, die interne Debatte, die wir haben, aus welchem Topf das gemacht wird, wenn wir das direkt aus dem Budget zahlen können, das ist ja schon der Beweis, es ist keine Steuer, weil das könnten wir sonst gar nicht aus dem Budget zahlen. Zusatzfrage? Herr Minister, Sie wissen, dass die Digitalabgabe nur eines von vielen Beispielen ist, einer langen Liste, die die Europäische Union vorhat, an Steuern einzuführen. Aber ich komme zur nächsten Frage. Wie Sie wissen, braucht es für den Wiederaufbaufonds trotz der bereits erfolgten Zustimmung von Bundeskanzler Kurz im Europäischen Rat erst noch eine Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses im österreichischen Parlament. Bundeskanzler Kurz hat nicht nur einmal gesagt, dass er dem Wiederaufbaufonds nicht zustimmen wird, wenn es zu einer Dauereinrichtung werden würde oder wenn es zu einer Vergemeinschaftung der Schulden kommt. Meine Warnungen wurden von Ihnen immer ignoriert. Jetzt liegt schwarz auf weiß vor, und zwar in der Form eines umfassenden Berichts vom Deutschen Bundesrechnungshof, der genau Ihren Aussagen widerspricht und bestätigt, dass es zu einer Vergemeinschaftung der Schulden kommt und zu einer Dauereinrichtung wird. Er bezeichnet es sogar noch mehr, den Wiederaufbaufonds als eine Zerreißprobe für die EU. Und der Bundesrechnungshofpräsident sagt sogar, dass der Wiederaufbaufonds die EU letztlich nicht stärkt, sondern schwächt und die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährdet. Das war das Zitat daraus. Laut den Aussagen von Bundeskanzler Kurz dürfte die ÖVP also niemals diesem Wiederaufbaufonds zustimmen. Daher meine Frage nochmal jetzt mit diesem vorliegenden Bericht: Überdenken Sie noch einmal Ihre Zustimmung zu dem Wiederaufbau, weil Sie sonst Ihren eigenen Aussagen widersprechen würden. Also das stimmt nicht ganz. Der Wiederaufbaufonds ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Ich erinnere die Frau Abgeordnete daran, dass wir auch in Österreich in den letzten Monaten sofort Hilfsmaßnahmen, und zwar sehr großzügige, geschnürt haben. Wir sind in einer besonderen Ausnahmesituation, die uns noch monatelang begleiten wird. Das ist aber sozusagen ein Hilfspaket. Das heißt ja genauso Wiederaufbaufonds nach der Pandemie, nach der sozusagen wirtschaftlichen Zerstörung, die wir erlebt haben werden. Wir werden den Eigenmittelbeschluss rechtzeitig ratifizieren, und das ist
ein vorübergehendes Phänomen und das macht aus der Europäischen Union weder eine Schuldenunion noch eine Transferunion. Das kann ich Ihnen versichern. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Raimond. Danke. Herr Außenminister, Sie haben ja in Ihrem Haus in den letzten 12, 15 Monaten im Bereich der Katastrophenhilfe, humanitären Hilfe einiges umgestellt, den Bereich massiv ausgeweitet und gestärkt, wofür ich auch Danke sagen möchte, weil das vor Ort gut ankommt und ich mit zum Beispiel im Nahen Osten auch ein Bild davon machen konnte. Da ist erst vor wenigen Tagen, sind es mittlerweile Wochen, vor wenigen Tagen die größte Tranche des AKF freigegeben worden für die Nachbarländer Syriens von 13,5 Millionen Euro. Jetzt ist die Frage, wie soll sich diese Hilfsmaßnahmen, die da gesetzt werden, die Sie im Haus setzen, langfristig weiterentwickeln? Welche Bestrebungen gibt es? Die Leitlinie für internationale Hilfe wurde 2007 erstellt. Wird wohl Zeit, immer wieder anzupassen oder daran zu arbeiten? Welche Bestrebungen gibt es, daran zu arbeiten? Und das Thema der humanitären Hilfe in der Entwicklungszusammenarbeit langfristig. Ja, danke sehr, Herr Abgeordneter, und danke, dass Sie daran erinnern, dass die Bundesregierung ja letzte Woche die größte Einzelausschüttung in der Höhe von 13,5 Millionen zur Verfügung gestellt hat für die österreichischen NGOs, für die Hilfe vor Ort. Es ging um 4 Staaten in Afrika, Jordanien, Libanon und Ukraine. Und ja, im Regierungsprogramm haben wir eine ganz klare Linie festgelegt, nämlich die Erstellung einer humanitären Strategie. Sie haben richtig darauf hingewiesen, die jetzigen Leitlinien gehen auf 2007 zurück. Es ist also an der Zeit, sie umzuarbeiten. Und mit diesem Thema wollen wir auch das Thema der humanitären Hilfe innerhalb der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit aufwerten. Es geht auch um ein besseres Zusammenspiel der Instrumente. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, Konflikte sind immer lang andauernder, immer komplexer in ihrer Art, und wir wissen aber gleichzeitig, dass die Finanzmittel nicht unbeschränkt sind. Ja, wir haben enormes Plus gekriegt, sowohl bei der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, eine Verdopplung des österreichischen Auslandskatastrophenfonds für die humanitäre Soforthilfe, aber auch diese Mittel sind letztlich beschränkt, und um sie effizienter einzusetzen, vielleicht auch um innovative Elemente hineinzubringen und mehr, was mir wichtig ist, ist der Begriff mehr Planbarkeit. Und das war ja auch Thema der Ausschüttung letztes Wochenende, mehr Planbarkeit reinzubringen. Dazu wollen wir diese humanitäre Strategie ausarbeiten. Zusatzfrage? Stand der Dinge jetzt bei dieser Ausarbeitung aktuell? Die Arbeiten haben im Herbst letzten Jahres begonnen und sie sollen bis Sommer heuer abgeschlossen werden. Die erste Plenarveranstaltung mit allen Stakeholdern hat diesen Januar begonnen. Also auch da ist mir wichtig, dass es ein Prozess ist, den wir nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm im Außenministerium entwickeln, sondern mit den Stakeholdern, mit den Leuten, die Expertise haben von der Arbeit vor Ort. Was funktioniert nicht? Wo brauchen wir vielleicht größere Planbarkeit? Welche innovativen Elemente auch der Kohärenz und Verzahnung mit anderen Playern in diesem Bereich können wir da aufnehmen? Das ist mir auch wichtig. Es ist bitte nicht humanitäre Hilfe, war nie und soll auch nicht eine reine sozusagen Veranstaltung des Außenministeriums sein. Wir haben eher, das ist mein Problem in der ganzen Thematik Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit, das Gefühl, es wird alles dem Außenministerium zugewiesen. Viele andere Ministerien, auch die Bundesländer sind aktiv, und auch die gilt es hier in einen Kohärenten Strategie als Teilnehmer und Ownership reinzubringen. Die Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Matznetter. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, Sie haben gerade gesagt, das soll nicht im Elfenbeinturm des BMI entwickelt werden, sondern unter Einbeziehung aller. Meine Frage geht ganz konkret, die Einbeziehung des Parlaments würde umschließen, dass Sie uns sehr kurzfristig im EZA-Unterausschuss zur Verfügung stünden, damit wir auch die parlamentarische Einbindung bei dieser Neugestaltung haben. Wann kommen Sie, Herr Bundesminister? Eine Fragestunde zu verwenden, um die Tagesordnung, den Kalender eines Ausschusses oder eines Unterausschusses festzulegen, ist ungewöhnlich. Ich stehe natürlich zur Verfügung. Wir hatten, glaube ich, einen sehr guten Unterausschuss vor einiger Zeit. Wir haben mehrere Themen von der humanitären Strategie, dem Dreijahresprogramm. Also ich glaube, da werden wir sicher einen Termin finden. Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Salzmann. Sehr geehrter Herr Bundesminister, der Konflikt in Syrien besteht ja seit mittlerweile mehr als 10 Jahren und hat eine der am längsten anhaltenden humanitären Krisen gebracht. Mich würde jetzt interessieren, aus Ihrer Einschätzung, wie sehen Sie die Chance für eine politische Lösung für diesen Syrien-Konflikt
Und als zweites auch, was tut Österreich, um die betroffenen Staaten in dieser Region auch zu unterstützen? Herr Verabgeordnete, Sie haben vollkommen recht. Den 10. Jahrestag, den wir letzte Woche begangen haben, war eigentlich eine bittere Erinnerung, dass das wirklich schon ein Konflikt ist mit einem unglaublichen Maß an Zerstörung, an Leid, an Todesopfern, die zu beklagen sind, in einem, ich sage es auch wirklich persönlich dazu, einem wunderbaren Land, das so tief an Geschichte ist, an Reichhaltigkeit, auch an kultureller Vielfalt, eine der ältesten christlichen Gemeinden waren in und um Aleppo angesiedelt. Also das ist an Bitternis kaum mehr zu überbieten. Wir haben aber immer noch die Problematik in Syrien, dass einige Gruppierungen weiterhin glauben, mit Waffengewalt hier Lösungen herbeiführen zu können. Wir hatten ja erst vor kurzem wieder Luftangriffe auf Aleppo. Also solange einige glauben, dass Waffengewalt das Mittel ist, um etwas zu erzielen, haben wir ein Problem. Wir haben natürlich auch die Thematik Stellvertreterkrieg. Ich glaube aber, dass sozusagen auch durch den Wechsel in der US-Administration hier ein Wandel stattfinden könnte. Wir dürfen einfach als internationale Gemeinschaft nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, das ist schrecklich, aber wir können nichts ändern. Wir müssen was ändern. Und Österreich leistet auch seinen Beitrag. Wir haben vor Ort ein Anti-Minen-Projekt laufen und es werde am 30. März, am Ende März, findet eine Pledging-Konferenz zu Syrien statt und Österreich wird da immerhin eine sehr namhafte Summe, nämlich 18,2 Millionen Euro für Syrien für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Die nächste Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Brandstätter. Herr Präsident, guten Morgen, Herr Minister. Also im Prinzip hat der Kollege Raymond nach Erneuerung gefragt, nach neuen Ideen und einer neuen Ausrichtung. Und jetzt ist ja die Geschäftsführerposition der ADA heuer auch neu zu besetzen. Und der momentane Geschäftsführer ist seit 2 Amtsperioden im Amt. Es gibt keine einzige Frau in leitenden Positionen und das, obwohl ja Geschlechtergerechtigkeit auch ein erklärtes Ziel der ADA ist. Und das wäre natürlich jetzt auch eine außerordentlich gute Möglichkeit, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, neue Ideen, wie Kollege Reimann sich das wünscht, neuen Schwung durch eine neue Geschäftsführung und endlich die Chance, auch einmal eine Frau in Betracht zu ziehen. Und deshalb meine Frage, Herr Minister, werden Sie die Chance dieser Neubesetzung der Geschäftsführung nutzen, um die ADA wirklich zu reformieren und neu auszurichten? Also ganz offen, die ADA beruht auf einem eigenen Bundesgesetz und ist eine GmbH. Ich weiß gar nicht, bin noch gar nicht informiert, es gab eine Ausschreibung, die Frist ist abgelaufen, die Kommission muss noch tagen. Ich weiß gar nicht, wer sich beworben hat dafür, mir wurde auch noch nichts vorgeschlagen. Das ist auch richtig so, weil sie erst die Bewertung vornehmen sollen. Und ich weiß, es gab in letzter Zeit sozusagen Medienberichte dazu aus einer Evaluierung, die 2019 stattgefunden hat. Ja, ich gebe Ihnen zum Beispiel recht, bei der Frauenquote müsste man mehr machen. Ich glaube aber, die Situation, wie mir berichtet wurde, hat sich erheblich verbessert in den letzten Jahren. Das ist auch eine Bestandsaufnahme, die teilweise 4 bis 5 Jahre zurückliegt. Der Bericht wurde 2019 veröffentlicht und ging auf Informationen zurück von 2018, 2017 teilweise. Da hat sich die Situation verbessert und ich kann Ihnen eines versichern, was wir als Außenministerium machen in diesen Fällen und das haben wir auch gemacht, ist auf die ADA einzuwirken und das mit Erfolg eigentlich, dass sie diese Kritikpunkte aufgreift und sei es im Personalmanagement, sei es bei Frauenquoten, klare Schritte setzt und eine eigene Strategie aufbaut und das ist auch in den letzten Monaten erfolgt. Die nächste Hauptfrage stellt wieder die Frau Kollegin Brandstätter. Herr Minister, die österreichische Entwicklungshilfe will sich in den nächsten 3 Jahren für Frieden, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung einsetzen. Und in einer Anfragebeantwortung vom April letzten Jahres schreiben Sie zum Thema Kontrolle der Verwendung der österreichischen EZA-Gelder, es soll, und ich zitiere, auch die Zivilgesellschaft unterstützt werden, um genau diese Kontrolle auszuüben und Transparenz einzufordern. Jetzt ist aber gerade die Zivilgesellschaft in Ländern, in denen autoritäre Regime Wahlen verfälschen und die Opposition unterdrücken oder Bürgerkrieg führen, extrem schwach. Und die beiden Länder, die höchsten Hilfen erhalten, sind Uganda und Äthiopien. Das sind genau solche Länder. Und Sie schreiben ja selbst auch im schriftlichen Update zur Umsetzung der OECD in den Schwerpunktländern, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen im Umfeld der ugandischen Wahlen auch Partnerinstitutionen der OECD betroffen haben. Daher meine Frage, wie können Sie in Staaten mit autoritären Regimesystemen sicherstellen, dass die österreichischen EZA-Zuwendungen tatsächlich den Entwicklungszielen und nicht dem Regime zugutekommen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen, Frau Abgeordnete. Es ist aber, muss ich ganz klar sagen, nicht so, dass Österreich
Budgethilfen leistet, indem wir einfach eine Summe Geld einem Drittstaat zur Verfügung stellen und sagen, mach damit, was du willst. Unsere EZA-Mittel sind ganz klar geirrmarkt, sie müssten einem gewissen Zweck zugeführt werden. Und natürlich haben wir Situationen, auch in Äthiopien, in der Provinz Tigray, sind Projekte Österreichs betroffen, zum Beispiel das SOS Kinderdorf, Don Bosco. Also da sind verschiedene Organisationen, die Partnerorganisationen von uns sind betroffen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach Geld blind in irgendeinen Staat reinschütten, sondern es gibt ganz klare Zweckbindungen, es gibt Monitoring-Mechanismen, ein engmaschiges Monitoring-Mechanismen. Dazu dienen ja genau auch unsere Koordinierungsbüros im Ausland in den Schwerpunktländern, die das als Hauptaufgabe haben. Und es gibt klare Berichtspflichten, die auch zum Teil externe Wirtschaftsprüfer mit einschließen oder internationale Institutionen. Also ja, es ist eine Herausforderung natürlich. Am liebsten würden wir Entwicklungshilfe immer direkt an den notleidenden Menschen geben, aber ein gewisses Minimum an Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen lässt sich oft nicht verhindern. Und letzten Endes haben wir da ein gemeinsames Ziel. Ohne Good Governance, ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne ein Minimum an Verlässlichkeit bei den öffentlichen Strukturen wird Entwicklungshilfe in einem Staat auch wenig bewirken können. Das heißt, ihr braucht es einen Dialog, aber ich kann Ihnen versichern, es gibt kein österreichisches Geld, das irgendwo versickert und das sozusagen anonyme Budgethilfe ankommt. Zusatzfrage? Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Kugler. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Autoritäre Regierungen haben wir auch in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft und ich denke jetzt an Belarus. Sie haben diese Woche einen Mechanismus vorgestellt, gemeinsam mit 18 anderen Staaten, einen Rechenschaftsmechanismus für Belarus. Wie sieht dieser Mechanismus aus? Es gibt eigentlich zwei Ansätze und der Hintergrund ist, dass wir im Grunde genommen ein erschreckendes Maß an anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Belarus beobachten müssen. Willkürliche Verhaftungen, Polizeigewalt und es kann nicht sein, dass hier ein Gefühl der Straffreiheit überhand nimmt und die Behörden und die Polizeiinstitutionen glauben, sie kommen davon und sie werden nicht verfolgt. Und es gibt zwei Ansätze. Das eine ist, im Rahmen der UNO, im UNO-Menschenrechtsrat, haben wir sehr stark unterstützte Einrichtung eines Untersuchungsmechanismus. Da steht im Zentrum das Büro der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte. Dieser Mechanismus soll beim Jahreswechsel Anfang 2022 operationell sein. Um aber nicht so lange zu warten, weil wir sind jetzt im März und wir können jetzt einfach 9 Monate zuwarten, haben wir jetzt schon unterstützt, politisch und finanziell, die Einrichtung einer internationalen unabhängigen Plattform von NGOs, belarussischen NGOs und europäischen NGOs, die Beweismittel sammeln und bewahren, damit wir sie dann zur Verfügung haben, wenn wir sie brauchen und wenn wir dann sozusagen die Rechenschafts Notwendigkeit und die Verantwortlichkeit der Täter in Belarus zutage bringen wollen. Das sind jetzt keine sozusagen Duplizitäten oder widersprüchliche Mechanismen, sondern die greifen ineinander über. Ich sehe das so, dass diese internationale zivilgesellschaftliche Plattform der Beweissicherung dann ihren Bericht vorlegt, der UNO-Hochkommissarin und die dann sozusagen offiziell, wenn man will, in Anführungszeichen, die Arbeit weiterführt. Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Hafenecker. Danke, Herr Präsident. Schönen Vormittag, Herr Bundesminister. Ich möchte an die Frage von der Frau Kollegin Günzberg-Saré anschließen. Und zwar, es geht darum, wie man mit den EZA-Geldern umgeht. Und es geht auch darum, dass wir jetzt gerade in einer Krise, wo wirtschaftlich wirklich die Situation nicht einfach ist, noch die EZA-Gelder erhöhen. Und wie gehen wir damit um, dass es auch EZA-Gelder gibt, die in totalitäre Systeme laufen? Das heißt, wie können wir hier eine Sicherheitsschleife einziehen, dass eben diese Gelder, die wir zur Verfügung stellen, dem österreichischen Steuerzahler abbringen sozusagen, dass die auch vernünftig eingesetzt werden und nicht in irgendwelchen korrupten Systemen landen? Das wäre eine Frage, die ich an Sie hätte. Und vor allem, sollten wir nicht auch in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass wir uns auch anschauen müssen, welche Länder die EZA-Gelder empfangen, haben zum Beispiel höhere Militärbudgets, als Österreich das hat, und quersubventionieren wir damit nicht auch Militärbudgets von totalitären Systemen? Auch das sollte man sich anschauen. Und schlussendlich sollte man die EZA-Gelder nicht auch davon abhängig machen, dass es jedenfalls Rückführungsabkommen für Migranten gibt. Also alles das sind Punkte, die mir gerade in Zeiten einer Krise, wo es um die Wirtschaft nicht gut bestellt ist, überlegen sollte. Und deswegen würde mich Ihr Zugang dazu interessieren. Also ganz offen, ich bin sehr dankbar, dass wir die Entwicklungszusammenarbeitsmittel erhöht haben. In Wirklichkeit waren sie lange Jahre und Jahrzehnte nicht wirklich berauschend hoch in diesem Land. Da ist noch Luft nach oben. Punkt 2, natürlich haben Sie recht.
die Entwicklungsstaaten sind oft auch Staaten mit schwachen staatlichen Strukturen, mit einem Korruptionsproblem. Aber unsere Entwicklungszusammenarbeit richtet sich auf die Menschen. Das ist Frauenrechte, das ist Wasseraufbereitung. Das sind also ganz konkrete Maßnahmen, wo wir nicht jetzt mit dem Staat ihm Geld geben, sondern mit ihm zusammen eventuell, das ist das Maximum, Projekte durchführen, die streng gemonitort werden, wo das Geld, qua, was ich vorher schon ausgeführt habe, auch zweckgewidmet ist und überprüft wird. Aber es muss ein Minimum an Zusammenarbeit natürlich mit den staatlichen Strukturen geben. Letzten Endes, wenn wir ein Entwicklungsland aus seiner Situation rausführen müssen, dann müssen wir auch darauf hinführen, dass es am Schluss sinnvolle Verwaltungsstrukturen gibt. Aber Querfinanzierung von Militärausgaben oder anderen Ausgaben wird es sicher nicht geben und hat es auch nicht gegeben. Die nächste Frage stellt der. Wichtigen Zusatz, wenn ich noch darf, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, Kohärenz und Konditionalität sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Stichworte, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist nicht etwas, was im luftleeren Raum stattfindet. Und so wie wir auch auf europäischer Ebene darauf drängen, so will ich das auch, so mache ich das auf nationaler Ebene. Und da gibt es aber nicht nur die Entwicklungsgelder, da gilt auch der Freihandel dazu und generell sozusagen die Gestaltung unserer bilateralen Beziehungen, wenn wir bei Rückübernahmen Fortschritte erzielen wollen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Strasser. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzter Herr Bundesminister, vergangene Woche haben Sie festgestellt, in Bezug auf den Westbalkan, es darf kein weiteres verlorenes Jahr sein. Die Europäische Kommission und einige Länder haben sich da wirklich auf den Weg der Reformen begeben. Es laufen da Projekte und es besteht aktuell schon der Eindruck, dass da eine gewisse Frustration sich aufbaut und dass diese Frustration und dieser sozusagen Reformstau dann letztendlich auch von Russland, China oder der Türkei in der Form von Einflussnahme ausgenutzt werden könnte. Welche Maßnahmen empfehlen Sie da der EU? Welche Maßnahmen können da gesetzt werden? Vielen Dank für die Frage, weil der Westbalkan ist für uns einfach eine ganz zentrale Region, mit der wir wirtschaftlich, politisch, menschlich engstens verbunden sind. Und ja, ich war sehr enttäuscht, dass wir letztes Jahr nicht die Beitrittsverhandlungseröffnung mit Nordmazedonien und Albanien erzielt haben. Und wir müssen darauf schauen, dass 2021 nicht wieder ein verlorenes Jahr wird. Es bleibt einfach Europas Stückwerk, solange wir diese Region, die ja von EU-Mitgliedstaaten umringt ist, die ganz klar europäisch ist, die Teil unserer Geschichte ist, nicht auch Mitglied in der Europäischen Union ist. Wir haben und dürfen aber auch das, was wir gemacht haben, nicht kleinreden. Zum einen hat die Europäische Union schon letztes Jahr ein massives Hilfspaket von 3,3 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Pandemie zur Verfügung gestellt. Heuer hat die Kommission 70 Millionen noch einmal draufgelegt für Impfstoffbeschaffung. Ich werde selber gemeinsam mit den Partnern der Central Five, also unserer Nachbarstaaten, die Region bereisen. Das wird ein sehr deutliches Signal sein, wenn 4 bis 5 Minister gleichzeitig ankommen. Es ist unser Ansinnen, es muss auf der politischen Agenda bleiben. Ich habe auch mit einer Reihe von anderen Staaten gemeinsam eine Initiative gestartet und bin sehr froh, dass wir im März eine strategische Debatte zum Westbalkan auf Außenministerebene haben werden, weil ich möchte nicht, dass wir den Westbalkan immer nur auf die Erweiterung reduzieren. Wir haben sehr viel mehr mit dieser Region gemeinsam. Wir haben als Europa sehr viel mehr mit ihr zu tun und es immer nur aus der Eröffnung, Schließung von Kapiteln und Sonstiges zu reduzieren, tut weder unser strategischen Interessen noch dieser Region recht. Zusatzfrage? Und konkret die Einflussnahme China, Russland, Türkei, gibt es da Projektansätze, wo man wirklich politisch ansetzen kann? Ja, es geht natürlich auch ums Narrativ. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch bei den Covid-19-Impfungen. Und es gibt in der Politik kein Vakuum. Also wenn das Gefühl entsteht, und da haben Sie ganz recht, und das, dagegen müssen wir ankämpfen, dass Europa sich hier abwendet, mit anderen beschäftigt ist, sich in einer Nabelschau ergeht und den Westbalkan vergisst, dann werden natürlich andere Staaten stärker auftreten. China, Russland, die Türkei. Aber ganz offen, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir uns die Zahlen, direkte Investitionen anschauen, Handelszahlen und so weiter, dann liegen wir noch immer Lichtjahre vor diesen Staaten. Aber man dürfte trotzdem nicht kleinreden, weil wir sehen ja auch schon, ich habe das in Belgrad letzten März, Plakate in den Straßen, unser größter Freund ist Xi Jinping, also der chinesische Präsident, weil er uns hilft. Da muss Europa, glaube ich, sehr vorsichtig sein und sehr wachsam sein, weil es ist eine europäische Region und da müssen wir immer am Steuer sitzen. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Brandstätter. Danke, Herr Bundesminister, volle Übereinstimmung. Was Xi Jinping betrifft, den Transport von Hilfsmitteln hat die Europäische Union bezahlt.
und der serbische Präsident hat erzählt, die Chinesen helfen. Meine Frage, was machen wir auch in dieser Region viel deutlicher zu sagen, aber auch hier deutlich zu sagen, dass Europa ja so viel macht schon dort, es kommt nur überhaupt nicht an, also die Kommunikationspolitik der EU, wie kann die besser werden, dass die Leute dort verstehen, wie wichtig wir sind? Herr Abgeordneter, da rennen Sie bei mir sozusagen auf eine Scheunentreue. Wir müssen viel besser werden bei der Selbstvermarktung, um es so zu sagen. Allein wenn wir denken an die Direktinvestitionen. Die EU, 70% aller Direktinvestitionen kommen aus der Europäischen Union. Von den Chinesen kommen 20%. Bei ihnen sind es oft Kredite, die teilweise die Staaten massiv in eine Schuldenfalle fallen lassen. Bei uns sind es Zuschüsse. Ich glaube, dass wir, und Österreich ist da sicher, würde ich sagen, vorbildlich, weil wir einfach immer in diesem EU-Verband dort auftreten und klar sind, dass wir immer den Link machen zwischen, die Verbindung machen zwischen Brüssel und den Partnern vor Ort. Andere, glaube ich, und das ist vielleicht ein Grundproblem, treten eher als Nationalstaaten auf. Ich glaube, wesentlich für uns ist die Zusammenarbeit vor Ort zwischen den Botschaften und der EU-Delegation, dass wir auch immer wieder präsent ist. Und ein zweiter Punkt, wo ich sehr stark ansetze, ist natürlich auch in den Hauptstädten in den EU-Mitgliedstaaten. In Österreich muss man niemanden überzeugen, was die Bedeutung und die Wichtigkeit dieser Region betrifft. Aber wir haben noch Überzeugungsarbeit zu leisten in Paris, in Den Haag und anderswo. Und das ist sicher bei dem Thema Darstellung, was die EU dort alles macht, ein Bremsblock. Die nächste Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Vogler. Herr Minister, der Westbalkan ist auch bekannt dafür, dass es den Roma und Romnia dort nicht gut geht. Ja? Die Entwicklungen auch in den letzten Jahren lassen zu wünschen übrig. Fördergelder kommen nicht an. Die Struktur bleibt gleich. Also wir stagnieren. Die Roma-Strategie hat nicht gegriffen. Welche konkreten Maßnahmen setzt und auch betreibt Österreich am Westbalkan für Menschenrechte, für die Rechtsstaatlichkeit, gerade im Bereich des Antiziganismus? Also ich würde hier auf zwei Ebenen ansetzen. Zum einen drängen wir auch innerhalb der Europäischen Union darauf, und das ist der wesentliche Hebel, der wesentliche sozusagen Motivationsfaktor, dass das immer zum Thema wird. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir in der neuen Erweiterungsmethodik den Bereich Justiz, Grundrechte zum wichtigsten Thema erhoben haben. Das ist auch ein bisschen sozusagen die Lessons learned aus den vergangenen Erweiterungen, dass wir gewusst haben, es ist nicht getan mit dem Beitritt, sondern das ist ein jahrelanger Prozess und es ist jetzt so, dass das Thema Justizgrundrechte am Beginn steht und den gesamten Verhandlungsprozess begleitet und das letzte Kapitel wäre, dass man am Schluss abschließt. Aber es gibt eine Reihe auch von wesentlichen Twinning-Projekten, wo wir gemeinsam mit Partnerorganisationen als Österreich präsent sind. Das sicher sichtbarste, würde ich sagen, ist das Vetting, also die Überprüfung der Richter in Albanien. Das war ein Prozess, der sehr viel debattiert wurde, wo wir natürlich auch unsere Erfahrungswerte gemacht haben. Und das ist ein Projekt, das von Österreich betrieben wird. Also unser Ansatz ist natürlich unser Interesse auch, und das sage ich ganz offen, als wesentlicher Wirtschaftspartner, dass wir vor Ort eine Struktur haben, wo Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz und Korruptionsfreiheit besteht. Weil das ist auch zum Schutz unserer Wirtschaftsinteressen in dieser Region. Aber letzten Endes wollen wir diese Staaten in der EU und das ist der beste Weg dorthin. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Bayer. Also wir haben schon gesprochen über die dramatische Situation in Myanmar heute einmal. Wir werden es später am Tag noch einmal tun, wo das Militärregime hunderte Menschen, friedlich demonstrierende Menschen, getötet hat, Tausende inhaftiert hat. Und ich bin wahrlich nicht diejenige, die sich von einem Menschen Wunder erwartet. Aber ich bin sehr froh, dass mit Mitte April ein Österreicher, wo ich glaube, dass der sehr viel Erfahrung hat, die Leitung der UN-Sicherheitsstruktur vor Ort in Myanmar übernehmen wird. Und ich hoffe sehr, dass Markus Molle auch in der Lage sein wird, für die Sicherheit der Menschen vor Ort zu garantieren. Die diplomatischen Kontakte zur Militärjunta sind wie üblich sehr, sehr schlecht. Es gibt aber ein gewähltes Komitee, das aus gewählten, bei der letzten im Herbst stattfindenden Wahl Repräsentanten zusammengesetzt ist. Ich erspare jetzt Ihnen und mir, diesen Namen auszusprechen, weil ich würde es nicht hinkriegen. Aber welche Überlegungen gibt es denn, dass man auch diplomatische Kontakte und eine Kommunikationsstruktur mit diesen direkt aufnimmt? Nein, vielen Dank für diese Frage. Ich habe, glaube ich, vorher ausgeführt, dass wir eine sehr klare Linie haben als Europäische Union. Ich bin froh, dass wir hier sehr schnell, sehr deutlich diese Linie entwickeln konnten, jetzt auch Sanktionen verhängt haben. Es bedarf eines Dialogs von unserer Seite mit allen Akteuren in Myanmar. Und das von Ihnen genannte Komitee
genießt, und das merkt man, sehr starke Unterstützung in der Öffentlichkeit, auch von den Communities im Ausland von Myanmar. Aber wir haben das auch innerhalb der Europäischen Union auf Expertenebene debattiert. Die Frage ist natürlich, inwieweit die politischen Parteien alle dort vertreten, oder politischen Kräfte, sage ich mal, allgemein vertreten sind, und die ethnischen Minderheiten. Das ist ein ganz offenes Thema und eine offene Wunde, muss man sagen, in Myanmar. Und wir sind daher als Europäische Union bis jetzt nicht zum Schluss gekommen, dass wir diese Komitee sozusagen als quasi inoffizielle Alternativregierung anerkennen. Was wir wollen, ist, dass die Wahlen anerkannt werden vom letzten November und damit der Status, der demokratische Status quo ante mit Aung San Suu Kyi an der Spitze wiederhergestellt wird. Das ist unser Ansinnen, und daher würde ich mal sagen, das muss einmal die Stoßrichtung sein, bevor wir uns Alternativen überlegen, die ja per se noch keine demokratische Legitimation haben. Zusatzfrage? Das wäre sicherlich die beste Variante, aber ist momentan, glaube ich, nicht sehr realistisch. Also ich denke mal, das wäre durchaus auch ein erster Schritt, die Anerkennung und Aufnahme von Kontakten. Aber meine zweite Frage geht in eine andere Richtung. Aufgrund der Situation im Land und aufgrund der Angst der Menschen haben sich Hunderttausende in Bewegung gesetzt und fliehen über die Landesgrenzen hinweg. Sehr viele auch Richtung Thailand, wo sehr viele noch vor der Grenze zu Thailand auch im Gebiet der Karen Zuflucht finden. Das ist eine von Rebellenorganisationen kontrollierte Region, wo das Militär nicht präsent ist. Welche Überlegungen gibt es denn seitens Österreich für die Binnenflüchtlinge, aber auch für die ins Ausland fliehenden Burmesinnen und Burmesen, humanitäre Hilfe zukommen zu lassen? Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden, wie Sie richtig sagen, die Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene ist eine andere Situation. Da müssen wir sozusagen unseren politischen Druck auf die Militärjunta aufrechterhalten, dass wieder rechtsstaatliche Situation eingeführt wird, dass die Gewalt auf der Straße ein Ende findet. Was hingegen die Flüchtlinge in benachbarten Staaten, Bangladesch ist auch zu nennen, da ist, glaube ich, der Ansatz humanitäre Soforthilfe. Wir haben in den vergangenen Jahren 850, also fast 1 Million Euro, zur Verfügung gestellt für Flüchtlinge, und werden uns natürlich anschauen, ob wir auch in nächster Zeit nächste Schritte setzen, um humanitär zu helfen. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Kaufmann. Schönen Vormittag, Herr Bundesminister, auch von meiner Seite. Ich darf die letzte Frage stellen. Und zwar betrifft uns in Österreich ja nicht nur die Pandemie, sondern auch international. Das bringt natürlich Herausforderungen auch für viele Menschen, die jetzt in Schwellen- oder Entwicklungsländern ja auch leben. Damit ist natürlich auch der Beschluss von letzter Woche mit den 13,5 Millionen Euro an Unterstützung besonders wichtig. Jetzt meine Frage, was passiert konkret mit diesen 13,5 Millionen? Welche Projekte werden da unterstützt? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es ist tatsächlich die größte Einzelausschüttung je in der Geschichte der humanitären Hilfe Österreichs, und das Sprichwort für mich dabei ist Planungssicherheit. Ja, Sie haben richtig gesagt, wir stehen in einer besonders heiklen Situation. Die ganze Welt ist im Griff der Pandemie. Humanitäre Krisen haben sich verschärft. Instabilitäten in Staaten haben sich vergrößert, und ich glaube, es wird dann mehr geben an Bedarf an humanitärer Hilfe, und mit diesen 13,5 Millionen haben wir den österreichischen NGOs, den ich an dieser Stelle auch für die wirklich tolle Zusammenarbeit und für die Expertise danken will, damit sozusagen die Planungssicherheit und die Vorausschau für dieses Jahr ermöglicht. Die wesentlichen Punkte, wo es hingehen wird, sind 7 Millionen Euro für Afrika, für vier Staaten, das sind alle Schwerpunktstaaten Österreichs dort, Äthiopien, Uganda, Mosambik und Burkina Faso. Weiters 2,5 Millionen jeweils für Libanon und Jordanien. Hier ist das Stichwort die Syrien-Krise, die Migrationsdramatik in diesen Ländern. Pro Kopf ist Libanon ja noch härter getroffen als zum Beispiel die Türkei, das immer wieder in den Medien genannt wird, als Land, das Aufnahmeland von Flüchtlingen aus Syrien. Und letztlich 1,5 Millionen Euro für die Ukraine. Und da dürfen wir nicht vergessen, die Ukraine ist und bleibt der größte Krisenherd auf dem europäischen Kontinent. Und da darf nicht in Vergessenheit geraten. Und vergessen wir nicht, Lech im Arlberg ist weiter weg von Wien als Lemberg in der Ukraine. Also das ist ein Krisenherd, der unmittelbar in unserer Nachbarschaft ist. Zusatzfrage? 13,5 Millionen Euro sind viel Geld, aber unsere österreichischen NGOs sind ja gut im Einsatz und haben viele wichtige Projekte und Ideen, das auch zu unterstützen.
meine Frage, 13,5 Millionen, ist das gedeckelt oder gäbe es sozusagen für die österreichischen NGOs noch Möglichkeiten, darüber hinaus zu Mitteln zu kommen? Mit dieser Ausschüttung haben wir ca. ein Drittel des Geldes, das dieses Jahr für humanitäre Hilfe im Auslandskatastrophenfonds zur Verfügung steht, ein Viertel des Geldes, 25% zur Verfügung gestellt. Im Jahresdurchschnitt in den vergangenen Jahren haben die österreichischen NGOs immer ein Drittel bekommen. Ich glaube, dann werden wir uns auch nähern. Natürlich haben wir nicht alles verplant, weil das Problematik an Krisen ist, dass sie leider Gottes schwer vorhersehbar sind. Das heißt, wir haben eine Reserve auch zurückgehalten. Denken wir zum Beispiel nur letzten Sommer an Beirut, Libanon, die verheerende Explosion, wo wir dann reagiert haben. Denken wir an Haiti zum Beispiel vor einigen Jahren. Also da haben wir eine Reserve und natürlich aus dieser Reserve werden auch die österreichischen NGOs dann mitbeteiligt werden. Es geht mir auch darum, dass hier ein wesentliches Know-how präsent ist, das damit auch in Österreich gehalten wird. Das sind Menschen, die mit großem Einsatz und großem Elan bei der Sache sind und die, glaube ich, wollen wir in Österreich halten und die sollen ihre Tätigkeit fortsetzen können. Danke. Ich danke. Da alle Anfragen zum Aufruf gelangt sind, erkläre ich die Fragestunde für beendet. Ich bedanke mich beim Herrn Bundesminister für die umfassende Beantwortung der Fragen. Wir kommen im Falle der Tagesordnung fort. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Saal verteilten Mitteilungen. Die Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen haben das Verlangen gestellt, die vor Eingang in die Tagesordnung eingebrachte schriftliche Anfrage 6094 durch J. der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, den Bundesminister für Finanzen betreffend Sparen bei der Impfstoffbeschaffung, wie die Bundesregierung leichtfertig mit Leben und Arbeitsplätzen der Menschen in Österreich spielt, dringlich zu behandeln. Gemäß der Geschäftsordnung wird die dringliche Anfrage nach Erledigung der Tagesordnung jedoch spätestens um 15 Uhr behandelt. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 5 und 6 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Die Redezeiten wurden wie folgt vereinbart: 4,5 Widerstunden im gesamten ÖVP 88, SPÖ 61, FPÖ 50, Grüne 45, NEO 36. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 18 Minuten, je 5 Minuten pro Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Wer mit diesen dargestellten Redezeiten einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ich danke. Wir gehen in die Tagesordnung ein und gelangen zum Punkt 1 der Tagesordnung.